Der gewaltige V16-Zylinder-Diesel ist das Herz des Eurorunners. Seine Leistung von 2000 kW gibt dieser Baureihe den Namen ER20. Unser Lokporträt der bewährten Siemens-Diesel-Loks beginnt dieses Mal im Winter, bei extremen Temperaturen und in verschneiter Landschaft. Lange Erfahrung im Lokomotivbau hat bei Siemens zu einer bahnfesten Lokkonstruktion geführt, der weder Schnee noch lang anhaltende zweistellige Minusgrade etwas anhaben können. Das herrliche Weiß des Pulverschnees passt zu den jüngst abgelieferten Maschinen, die erst beim Kunden die gewünschte Livree bekommen. Die letzten Arbeitsgänge bis hin zur Abnahme sind aufgrund der hohen Auslastung der Lokfertigung im Werk München-Allach nach Neustrelitz ausgelagert worden. Hier in den Hallen bei Netinera wurden die letzten 28 Maschinen ablieferungsreif komplettiert. Wir haben hier faktisch eine E-Lok, die sich ihren Strom selber macht. Damit haben Sie die gesamten Vorteile, die Sie an der Drehstromtechnik als solches haben können. Von der ER20 sind 176 Stück in den letzten 9 Jahren gebaut worden und damit sind sie auf dem Markt vertreten. In Österreich wurden die Maschinen als Reihe 2016 auf die Schienen gestellt. Ihr Bau begann im Jahr 2002, als von der neuen Standard-E-Lok Taurus bereits 150 Stück gebaut waren. 400 Maschinen dieser erfolgreichen Siemens-Schöpfung waren bestellt worden. Allerdings ist der Auftrag später umgewandelt worden, sodass es letztendlich 332 Taurus-Loks wurden. Den ÖBB ist mit dem Taurus ein wahrer Durchbruch gelungen. Und das mit einem Kraftakt nie gekannten Ausmaßes, um den Triebfahrzeugpark nachhaltig zu modernisieren und zu verjüngen. Auch die neuen Diesel-Loks wurden mit einem Namen bedacht. Als Herkules sollten sie die erfolgreichste Fahrzeuggeneration auf nicht elektrifizierten Strecken sein. Die Farbe Weiß sollte man dauerhaft wohl den Passagierschiffen überlassen, wie hier der Karlsruhe im Hafen von Lindau. Im benachbarten Bahnhof besteht Anschluss an den Alex nach München. Diese Farbaufteilung der als 223 bezeichneten Lokbaureihe scheint am ehesten geeignet für die Eurorunner. Zum Ende des Films wollen wir nun die Leistungsfähigkeit der ER20 vom Führerstand aus erleben. Mit einem Tankzug von Groß-Corbeta nach Weiden ist die ER20 auf den Steigungen des Vogtlands voll ausgelastet. Seine Fahrmotoren haben eine maximale Leistung von 450 kW. Damit beträgt die Traktionsleistung der Lok 1750 kW, entsprechend 2380 PS. Und das bei einer installierten Motorleistung von 2000 kW.